Hallo und herzlich willkommen zum Chartcheck. Schauen wir uns heute mal die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen an. Hier gab es am Donnerstag Zahlen und die geben wirklich Grund zur Hoffnung. Auch wenn der Umsatz nur leicht gestiegen ist, lief es operativ dafür wieder besser. Vor dem Betriebsergebnis steht ein Plus von 23,3%. Heidelberger Druck sitzt aber nach wie vor auf einem großen Schuldenberg und um den weiter abzubauen, hat das Unternehmen angekündigt, sein Sparprogramm jetzt weiter zu verschärfen. Wenn alles gut läuft, dann sollen im nächsten Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben werden. Die Anleger, die scheinen bereits schon seit längerem wieder an Heidelberger Druck zu glauben. Seit Januar hat sich der Wert der Aktie verdoppelt. Wenn man jetzt allerdings bedenkt, dass ein Papier zu seinen besten Zeiten mal mehr als 55 Euro wert war, dann erscheinen einem 2 Euro zwar etwas mickrig, aber immerhin hat sich das Papier schon wieder vom Penny-Stock-Niveau gelöst. Von Dezember bis Februar hat das Papier hier eine sagenhafte Rallye hingelegt, von der sie sich anschließend dann immer erstmal etwas erholen musste. Die Ruhepause, die scheint aber bereits seit Ende April vorbei zu sein. Die Aktie pirscht sich seitdem langsam, aber sicher wieder an das Jahreshoch hier bei 2,28 Euro dran. Sollte es ihr in der nächsten Zeit gelingen, diese Marke wieder einzunehmen, dann müssen wir im Chart schon ein ordentliches Stück zurückgehen, um die nächsten Hürden zu finden. Die nächsten markanten Widerstände, die stammen aus dem Jahr 2011 und erstrecken sich von 2,80 Euro bis 2,90 Euro. Also als mittelfristiges Kursziel absolut realistisch. Was natürlich nicht heißt, dass es jetzt nicht mehr zu Korrekturen kommen könnte. Gehen wir noch mal ein bisschen näher in der Zeitachse ran. Korrekturen könnten die Aktie bis auf 1,87 Euro zurückführen. Das könnte sie aber noch sehr gut verkraften. Unter 1,78 Euro, da würde sich die Lage allerdings schon wieder erheblich eintrüben. Das könnte sogar eine Korrektur bis runter auf 1,46 Euro zulassen. Das sollte man jetzt auf jeden Fall mal gut im Hinterkopf behalten, diese Marken. Zurzeit sieht es aber nicht so aus, als würde die Aktie solche Marken jetzt ansteuern wollen. Die Richtung, die zeigt eher nach oben. Auch die Aktie von Rhön Klinikum zeigt am Donnerstag nach oben, aber sowas von. Wir sehen ein phänomenales Plus von über 8% und Kurse im Bereich von 18,24 Euro. Hier sehen wir sie, die lange, große, abgeschlagene schwarze Kerze. Was steckt dahinter? Am Mittwoch gab es auf der Hauptversammlung eine Riesenüberraschung. Die sogenannte 90%-Hürde verschwindet aus der Satzung. Das heißt, für wichtige Unternehmensentscheidungen sind in Zukunft keine 90, sondern nur noch 75% der Stimme nötig. Vor knapp einem Jahr war eine Übernahme von Rhön Klinikum durch Fresenius genau an dieser Klausel gescheitert. Und das sorgt jetzt natürlich für jede Menge Fantasie an der Börse. Es wird natürlich mit einem neuen Übernahmeangebot gerechnet. Zur Erinnerung, das erste Angebot von Fresenius, das hat bei 22,50 Euro die Aktie gelegen. Damals, also vor ziemlich genau einem Jahr, hat das bereits ordentlich Bewegung in die Aktie gebracht. Das Papier ist von einem Tag auf den anderen, hier sehen wir das, über 50% in die Höhe geschossen, bis auf 22,26 Euro. Auf diesem Niveau, da verharrte die Aktie dann erstmal eine Zeit lang. Zum damaligen Zeitpunkt wähnte der Markt die Übernahme dann auch bereits in trockenen Tüchern. Als dann nach längerem Hin und Her aber klar wurde, dass daraus nichts wird, haben die Anleger das Papier wieder fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Es ging runter bis auf 14,50 Euro. Das war im September. Seither schlängelt sich die Aktie hier langsam und schwerfällig nach oben, aber immerhin nach oben. Heute dann schon wieder so ein Paukenschlag. Gehen wir nochmal näher ran. Die Frage ist jetzt natürlich, wie lange hält das an? Wohin soll das hier im Chart führen? Klar ist so ein Kursplus eine tolle Sache. Charttechnisch ist es aber etwas schwer zu handhaben, weil es ganz klar fundamental getrieben ist. Sicher, die Aktie hat in der letzten Zeit einen mittelfristigen, wenn auch ja verhältnismäßigen flachen Aufwärtstrend ausgebildet. Sie notiert auch über sämtlichen gleitenden Durchschnitten, wobei hier die 38-Tage-Linie gut im Auge behalten werden sollte. Der weitere Verlauf des Papiers wird sich aber höchstwahrscheinlich von Übernahmefantasien beeinflussen lassen. Schauen wir uns das nochmal an, wie das in den letzten 5 Jahren ausgesehen hat. Selbst wenn es jetzt zu einer Neuauflage des Übernahmekampfes kommen sollte, hat das noch lange nicht zu bedeuten, dass der dann auch diesmal zu Ende ausgefochten werden kann. Es gibt noch genügend Großaktionäre, die dagegen sind. Möglicherweise steht der Aktie jetzt wieder hier so eine ähnliche Berg- und Talfahrt bevor wie das letzte Mal. Dabei kann man natürlich gut verdienen, sich aber ebenso schnell die Finger verbrennen. Wer das Kursfeuerwerk jetzt vom Donnerstag verpasst hat, der sollte jetzt lieber mal ein, zwei Tage abwarten, wie sich die Sache hier weiterentwickelt. Ja, und das war der Chartcheck auch schon wieder für heute. Würde mich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viele gute Handelsentscheidungen. Auf Wiedersehen.